CVJM in Deutschland. Gemeinschaft erleben. Die meisten von uns wollen mit anderen was bewegen und sich engagieren. Doch wo geht das? Zum Beispiel beim CVJM, dem christlichen Verein junger Menschen. Das ist Friederike. Sie ist 8 Jahre alt und kann in der Jungschar so viel spielen, wie sie mag. Gemeinsam mit anderen Kindern kann sie Abenteuer erleben oder Geschichten aus der Bibel hören. Das ist Lisa. Lisa tanzt gerne und spielt Gitarre. Weil das alleine vor dem Spiegel aber doof ist, geht sie zu Tensing, einer der vielen Angebote kreativer und musikalischer Jugendarbeit im CVJM. Und während sie für ihre nächste Show probt, hat ihr großer Bruder Kevin viel mehr Lust, Basketball zu spielen. Nicht nur wurde Basketball hier erfunden, auch viele andere Sportbegeisterte sind beim CVJM. Und dann ist da Omar. Er diskutiert gerne und setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein. Zusammen mit anderen engagiert er sich zum Beispiel für den Umweltschutz. Das sind Maria und Paul. Beide haben gerade ihren Schulabschluss gemacht. Maria will einen Freiwilligendienst in einem CVJM-Ortsverein in Deutschland, Europa oder weltweit machen. Paul überlegt, an der CVJM-Hochschule Soziale Arbeit und Gemeindepädagogik zu studieren oder die Kollegausbildung zu machen. Lena liebt die weite Welt. Wie gut, dass ihr Verein eine internationale Partnerschaft mit einem YMCA im Ausland hat. So setzt sich Lena für eine gerechtere Welt ein. Beate will für Geflüchtete da sein und ihnen helfen, in Deutschland anzukommen. Und macht das beim CVJM in ihrer Stadt. Hier begegnet sie Menschen, die gar nicht so anders sind als sie. Und das ist Matthias. Er ist Teil der FreshX-Initiative im CVJM. Er und seine Freunde wollen an neuen Orten Menschen von Gott erzählen, die noch nicht von ihm gehört haben. Und so einfach finden alle einen Platz im Netzwerk des CVJM und erzählen auf ihre Weise von Gott. Mach's wie Friederike, Lisa oder Matthias. Entdecke dein Potenzial und deinen Glauben im CVJM. Völlig abgefahren, den CVJM gibt es nicht nur in Deutschland, sondern als YMCA in 119 Ländern weltweit.